Guten Morgen, verkehrte Welt. Kamera verkehrt rumhalten. Tschüss. Jo. Warum auch immer, Kamera steht auf dem Kopf. Wieso steht hier auf dem Kopf? Yay. Papa, meine eine Tüte schwimmt. Die haben wir doch da gelassen, die war leer. Du hast alles aufgegessen. Nein, aber mein Bett hat sie ganz aufgegessen. Okay, guten Morgen, liebe Leute. Gleich bin ich in Laden. Erstmal Frühstück. Also Frühstück nicht, sondern nur einen Kaffee trinken heute. Boah, ja, ist dann eine ganze Weile unterwegs, dann fang ich dann noch lange schneiden und deswegen heute kurzes Programm am Morgen. Also, bis gleich. Dann bin ich dran, ja? Gute Nacht. Ach so, nee. Guten Tag. Morgen. Guten Morgen und tschüss. Ich bin mit dir heute Morgen. Guckt immer so andächtig. Ja. Haben wir ja. Moin! Guten Morgen, Laden. Glas wurde abgeholt. Sehr gut. Dann stellen wir mal den Glascontainer wieder hinter und sortieren die anderen durch. Sind bestimmt gemischt jetzt mittlerweile. Ein bisschen aufräumen hier alle und dann starten wir in den Tag. Na los, Volker! Mann, ist los. Fisch los! Ja. Ja, hi, was gibt's? Was hab's? Hier bei mir ist das Ding abgeknickt. Hier kannst du nicht holen. Todesurteil 4, Sonntagsspitze. Der muss bekannt sein, der ist hier um die Ecke geworden, ich weiß hier. Kenn ich nicht. Charlottenburg steht doch drauf. Aber Charlottenburg ist nicht ganz um die Ecke. Wo ist Charlottenburg? Ja. Ach, da kriege ich die Charlottenburg nicht gelesen. Das ist so klein, da gut. Der Sieger bis hier? Ja, ja. Ich hab da nur eine große Urteil. Der starb mit 75 Jahren. Oh mein Gott. Was gibt es denn Neues bei dir? Ich höre, mir war gestern nicht gut. Ich konnte nicht kommen. Der war schon ganz nervös. Der Kollege hier, der hat mich schon gefragt, und mir wurde ich gesagt, tut mir leid. Ich war ja abgeklappt, ich hab Kopf, was der hat. Ich hab mich schon 30 Kollaps gehabt. Und das Wetter hat so die Auto gekloppt. Es geht so lange, wird ein bisschen besser als ich. Du weißt nicht, was der hat, ob der gerade Krebs hat oder irgendwie, zack, Probleme. Man sagt, man liebt wieder kein Alter, ja, das ist die Schwelle der Kinder. Ja, aber. Mensch. Ja. Nur ob du 50, 70. Ob du 40 oder 50. Manche sterben mit, sind noch nicht mal ein Jahr alt und sterben Babys. Ja, siehst du? Ja, manche kriegen nicht mal die Chance zum Leben. Deswegen 75 Jahre ist schon in Ordnung. Und erfolgreich war er auch. Ja, klar. Also klar, was heißt das schon in Ordnung? Ja, ja. Kann ja nicht jeder ewig leben. Nee, das ist alles klar. Wo ist das hinterher? Jetzt immer so, treibt der so viele Geschwister. Angenommen, der hat das drei, viele Geschwister. Und die klar. Wir werden dann wenig Geld haben oder was. Oh Gott, na, das ist ja das ist halt das Schlimmste daran. Das ist das Schlimmste daran, dass sie alle nur wegen Geld da machen sollen. Das ist damals wie ohne Jungs, da der Knall. Oh, das war auch schlimm, ja. Oh, naja, der und ich weiß nicht, das andere kam gestern hoch. Ich hab nicht schon Kreuzschmerzen. Ich hab mal vor, mit der alle keine Scheiße. Wenn ich scheiß Gießkanne hochschleppen, aus dem Fenster hoch, mit den Kreuzen wie auch nie. Also, was ich gemacht habe, naja, gestern gemacht habe. Mit dem Kreuzer, wenn ich Husten tot und mit dem Kreuzer. Ja gut, aber das hat er jetzt mit Buster Gordales mit Stütten. Nein, nein, ja, muss er jetzt deswegen nicht schlapp machen hier. Ach, ja, na also, dann mach mal. Da holen wir eine Tablette in eine Stunde, dann nicht mal zur Bank gehen. Oh, zur Bank? Na bringen wir schön mit von der Bank. Wurde gestern schon nehmen. Bring mal so viel mit von der Bank, so als Papiergeld. So ein Stapel brauche ich gerade.
Jetzt wohne ich hier. Alles, ich weiß. Ich hab da selber nichts. Naja, Carsten kommt denn mehr, wenn der will was haben von dir. Willst du abkaufen, der? Den lässt du nicht mehr sehen, war im Moment dran, wa? Ja doch, der war ja da die Woche. Ja. Nicht die Woche, letzte Woche war er. Naja, naja, ist doch so. Ja, ach komm. Ich weiß, es tut mir ja auch leid, aber weißt du was? Es ist, wie es ist, Wolfgang. Ich weiß. Ich weiß, wenn du mal eben brauchst. Mach mal nicht schlapp hier. Nee, ja, ach, ich sage ja. Oh, ach, muss auch da, wenn wir auch haben. Nimmst du an, brauchst du nicht. Jod wieder an, da kommt mal, du bleibst in der Hund, melde dich mal. Ja, Katastrophe. Ich bin ja nicht rein am Telefon. Ja, wenn ich nicht da bin, ich nicht da. Ich bin ja nicht mehr am Telefon, wo ist mir so ein Idiot da, wenn wir anrufen wollen. Andere Probleme, ihre das heißen. Immer bin ich dann mit Kopf gefragt, wenn ich selber zu kommen. Bis später. Ja, bis denn, ciao. Ja, so ist es nämlich. Ja, Wolfgang, da. Erste Reparatur am heutigen Tage ist ein platter Reifen. Nicht besonders. Rad raus. Schlauch raus. Hier, da ist er. Mensch, so ein präzises Stück Glas hier. Wunderbar. So was Kleines reicht aus. Wir gucken trotzdem weiter. Könnten ja auch mehrere sein. So, Reifen wieder rauf. Zack, zack. Hier klappert dich. Na, der Mann ist ja fleißig. Ja, muss man doch. Ja, das stimmt allerdings. Grüß dich, mein Bester. Moin. Was hast du? Ich hab was vom Kopf. Aber so? Schon die ganze Zeit. Ja, ich wollte ja mal, ich bin da zwar nicht mehr zu gekommen, das ist der Kahn, denke ich mal. Mir kommt der Ton ein bisschen anders vor. Das ist auch keine Vespa. Ja, nee, der hat aber einen Vespa-Motor drin. Oh, da riecht aber noch Benzin. Nee, was denkst du, was mir jetzt noch passiert ist? Ich hab mir schon eingesprüht, wer weiß wie. Ich hab eine Tankstelle unter der Dusche gestanden und einen Benzinschlauch. Ich steck will tanken, steck das Ding drin. Mach an, mit Ema ist da so ein Druck drauf, dass der Schlauch rausgeflogen ist, mir eine Fresserin und alles mit. Ich konnte die ganze Scheiße auch noch bezahlen. Doch. Ach du Scheiße. Ja. Was erlebt man? Da müssen wir auf den Kofferkorb noch eine Zigarette anstecken. Naja, hier sind die Papiere. Hier, die hier. Na? Nicht zu durchweichen. Hä? Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Kein Aber. Nur trotzdem nicht zu durchweichen.
Also so gut wie. Aber ich muss noch mal zum Sozialamt. Ja. Das heißt. Hast du die neue warten, bis ich fertig bin mit dem 1. Oktober, ja? Ach so, echt? Ja, hätte ich mich vorne vor die Tür sitzen. Ein guter Tipp fürs nächste Mal. Ne? Ja, natürlich besser, desto früher dort. Wir haben halt nur bis um 12 auf. Na dann, viel Spaß. Dass ich nochmal raus bin, nochmal nicht verpennt habe. Genau, Telefonnummer ist für Notfälle, so, dass ich mir die mal aufschreiben würde oder so, weil, ja beziehungsweise bis zum Anfang nächster Woche habe ich ja mein Handy hoffentlich fit, was ich dich auch fragen würde, in dem Bezug hast du vielleicht noch alte Handyteile oder so umliegen, vielleicht hätte eins nur ein Akku fehlt, aber und mit Tasten, so. Okay. Genau. Okay, okay. Und ja, dann... Kannst du mir noch mal einen Vorschuss geben? Das ist ja die berühmte Sache, aber gestern Abend habe ich es nicht geschafft. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen was aufgehoben an Kohle. Ja, was du jetzt aber. Gut, okay, was machen wir jetzt? Was waren heute noch? Ach, hier, der Peugeot Klapprad ist ja reserviert für den OK. Der wollte heute kommen zwischen 11 und 1 und sich das nochmal anschauen und mal Probe fahren wahrscheinlich, weil das muss man ja auch, kann man so aus der Ferne. Ich finde, das fährt gut, aber das ist halt so altersbedingt, ne, so typisch Peugeot, der Sattel, der quietscht so. Das ist wie mein Auto, ja. Übrigens, warum wir jetzt dann unterwegs waren, mein Auto habe ich ja verkauft, wa? Also, der Kleine hatte ja Getriebe schon. Und dann habe ich mir einfach mal einen neuen gekauft. Das ist das neue Familienauto, der Müllers. Man muss ja sagen, ich hatte ja nun schon zwei von den Dingern. Aber ich freue mich endlich wieder ihn zu haben. Ich habe jetzt schon so lange her, hatte ich mal so einen alten Transporter hier, Mensch. Aber in der Ausstattung, Multivan, Modell Atlantis, toll, ich freue mich. Hat sich alles ein bisschen verschoben und er hat meinen anderen Wagen noch in Zahlung genommen, für 1,8 immerhin. Ja, gut, das ist nicht viel, ja, aber das ist schon okay. Den macht er sauber, stellt den da bei sich auf den Platz, dann kriegt er dann 2,8, 2,9, irgendwie so. Ist ein geiles Auto gewesen, auf alle Fälle, aber der Getriebeschaden, echt zum Ferienanfang, das raubt mir noch den letzten Nerv. Man kann natürlich mit dem Ding noch fahren, aber den ersten Gang hat er nicht mehr, der kommt nicht mehr aus dem Pushen. Das ist halt scheitern. Also gut, okay, wie auch immer. Wollte ich euch mal ganz kurz gezeigt haben. Also wir haben jetzt endlich einen Familien-VW-Bus. Ich bin so glücklich, Alter. Ich freue mich so. Jetzt ein paar Kleinigkeiten immer noch dran zu machen. Obwohl er jetzt gerade für 1000 Euro nochmal repariert wurde. Vorm TÜV. Hat er für 1000 Euro Reparatur bekommen. Hier war, da war, dort war. Also 1000 Euro Händlerpreis. Also nicht Händlerpreis, sondern wie sagt man? Für den Händler. Also der hat schon nochmal einen Tausender drin gesteckt. Das sind eigentlich Arbeiten, die normalerweise mehr kosten. Wenn man das so bei VW macht, sowieso. Und ich bin gestern damit zum ersten Mal gefahren. Ja, und muss sagen, geil, läuft gut, der Motor springt sofort an. Alles satt, alles schön, alles toll. Da ist schön, macht Spaß. Ja. Endlich sitzt man wieder so ein bisschen höher. Und, oh, ich freue mich. Das ist unser neuer Familienzuwachs sozusagen. Der Kleine musste gehen. Ganz ehrlich, ich habe dem Händler die Wahl überlassen. Entweder der Omega oder das. Und er meinte, oh nee, denn jetzt sah er jetzt ja, der Wagen noch teurer geworden ist als ohnehin schon. Und sagt er, dann nimmt er lieber den anderen, dann kann er ein bisschen mehr dran verdienen im Verkauf. Der Omega würde eh nur nach Afrika gehen. Das würde mir in der Seele wehtun, weil wir ihn gerade gemacht haben. Den Motor komplett zerlegt, alles.
alle Kühlsysteme komplett von vorne bis hinten, also neuen Kühler, neuen Motor, also nicht neuen Motor, sondern alten Motor komplett revisioniert und so. Und der ist echt, der steht eigentlich echt gut da. Würde ich ungern jetzt nach Afrika verschiffen und das würde mir ja leid tun. Und man kriegt für den Omega eh nicht mehr so viele Leiter, mir nicht viel angerechnet, für den anderen noch 1,8 immerhin. Ja, wollte ich nur mal kurz sagen. Also, ich freue mich sehr über unseren neuen VW-Bus. Jo, ich bastel schon am T4 rum, weil die Seitentür, da ist das Kugellager, das kennt man ja, das altbekannte Problem vom Schiebe, in der Schiebeleiste, sozusagen für die Schiebetür. Da ist das Kugellager rausgeploppt, da ist kein Lager mehr drin. Das ist, weil sie alle nie fetten. Wie immer, das ist wie bei Fahrrädern, das ist auch bei Autos. Da baue ich jetzt diese Türverkleidung ab, damit ich an den Verschraubungen rankomme. Und dann, ja, dann schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Wahnsinn! Ja, das Paket ist angekommen, das ist gestern schon gekommen, aber ich habe gestern keine Zeit, ja, überhaupt nicht, ich bin gar nicht. Das ist riesig. Das ist ein Riesenpaket, ja. Paris, dein gebraucht, ne? Das ist ja nochmal zurückgekommen zu ihm. Und warum dann denn? Ist mal, jo, warte mal. Na, willst du Stück hoch, oder? Könnte man sich ja fast, wenn das Auto ein bisschen zentral steht, ins Auto setzen und dinieren, aber... Robin küsst aber, Papa. Bei den nicht mal bei euch. Steht das mal bei euch. Steht das zwischen euch. Ja, es ist kalt und gut. Wow, amazing. Ich musste das einhändig machen, deswegen... Boah, Schiss. Naja, mit so auf den Arm. Der Klasse NCM ist wieder da. Da hat er noch gar nicht eingebaut. Nur alles weggepackt. Also, heute habe ich ja nicht so viel Kameraführung, ehrlich gesagt, weil ich die ganze Zeit am Arbeiten bin. Ja,
Felix hin, Felix her. Und Felix läuft es heute nicht so gut, ehrlich gesagt. Ist heute Morgen gekommen und wieder weg. Dann ist er jetzt da gewesen und dann wieder weg. Kaum hat geschafft. Wir wollen hier noch einen Schlafwechsel. Dann machen wir jetzt folgendes. Packen wir das Paket aus. Und dann los! Fahrradsalon Müller. Das haben wir nur eindeutig aufgeschrieben. Kommen Sie nicht zustellen oder was? Nicht finden? Nein, komm mal zurück. Was? Da kommt ja ein Paket für dich und uns. Für uns alle. Ja? Da kommt für uns alle. Und du bist ein kleiner Polizei. Du musst auch abgeschlossen sein. Kann ich zugeben? Ja, kann ich. Hey, hey, nicht so schreien, Kinder. Und jetzt macht Papa das Paket auf. Jetzt macht Papa das Paket auf. Das ist ja echt so ein Umzugskarton hier fast. Oder? Ja, ist riesig. Richtig gut viel gemacht. Nicht, dass jetzt die Familie Behrens da drin ist. Also, zwei Tage zu spät angekommen, weißt du? So völlig verdörrt. Aber kostet hey, nicht. Was? Gibt nichts. Ich mach das. Das ist ja furchtbar. Kann ich nicht mehr ertragen. Ich will das. Nein. Gut. Dann. Stopp. Ja, dann gehst du rein und wartest. Nein, leg es dann hier hin. Darf ich ihn lesen? Oh Gott. An. Oh Gott, nein. Alles, was ich lese. Oh Gott, nein. Was ist das? Laberbär. Labertiere. Labertiere. Also Labertiere. Oh, cool. Sprache alles mach. Wir sprechen alles nach. Also, die sprechen. Also, sprechen alles nach. Was? Mann? Wann? Was Mann? Nein, ich kann das nicht lesen. Was Mann? Hinu? Ihnen? Ihnen? Vorplappert. Vorplappert? Warte, stopp. Ich muss aufmachen. Und hier. Stopp. Stopp! Also, erstmal hier, was steht hier? Hallo, ihr Süßen, nicht wundern, habe ich auf dem Flohmarkt gekauft. Mir gilt's, mein Riesenbuch. Buch! Das Buch wäre etwas spannend. Guck mal. Und das ist, glaube ich, Moment, stopp! Buch. Oh, das ist aber schön. Da gibt's viel zu entdecken. Ja. Oh mein Gott! Das ist toll. Wie ein Babybuch. Blumen. Na, guck mal, wir haben Babys, oder? Guck mal. Ja. Da haben wir ganz kleine Babys. Hier haben wir eins, was noch pustefest der zukommt. Das ist doch toll. Na, ganz schön. Stopp. Nichts holen.
Stopp. Für Lumen. Ich will das haben. Für Lumen. Das beide? Das alles, das Paket. Boah, ich bin so aufgeregt. Cool, ich kann das auch anzeigen. Langsam, Lumen. Wow, Papierholz. Voll süß. Für Skadi. Ich glaube, die wissen, dass ich Tiere mag. Für Anu. Für Seerabe. Für Papa. Ja. Papa, das kommt nochmal zu Hause auf. Ja. Nein, ich hab auch gefunden. Ich hab ein Buch gefunden. Das ist für das Baby Ona. Oh, nee. Das ist Ona. Schön. Ona? Für Ona. Na, da hoffen wir mal, dass sie... Guck mal, das ist für dich. Für das Baby, für das Baby, für das Baby, für das Baby. Oh, yeah, Ona guck mal. Wird ja beschenkt. Ey, und alles für wem ist das? Für Ona. Tommy und Marlies. Oh, ich meine, das ist auch. Oh, wow, was für ein Paket, ey. Ona, ich habe ein Buch von mir. Oh, guck mal. Ey, ist das gut. Guck mal, mit Bordüre. Das ist der erste schöne das Tom. Das ist ey. Ach Mensch. Mach das nicht kaputt, das muss man. Alle guten Wünsche für das Baby. Wir wünschen euch viel Freude mit eurer Tochter. Ona. Glückwünsche zur Geburt, alle Tiere. Von allen mit. Für alle Kinder, was dabei ist. Siehst du? Gibt es wohl denn alles für Ona? Oh, wie süß. Was ist da drin? Was wird drin sein? Lass mir das schon mal raus. Was ist das? Nein, mein Schlüssel, mein Schabbeldachel in der Auto. Ja, es kann gleich auch. Das lustige Ameisenschnippen. Flups, die Bums. Das Spiel. Das kenne ich, glaube ich, sogar. Das ist jeden Tag so? Ja, das ist mindestens jeden Tag so. Du hast Zeit, so rauskommen, ich habe gar nicht richtig gesehen. Ich hab kein Telefon. Ich finde es nicht aber hier. Okay, dann ist 9. Also wie gesagt, wenn du morgen kommst, 9. Also wenn du morgen es schaffst, dann ist übermorgen. Ich will aussteigen. Oh Mann, ey. Okay, ich hab noch viel zu tun und ich komme auch nicht klar. Mann, tut mir leid, also mit der Kamera, das vernachlässige ich heute ganz schön, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber das ist einfach, ich schaff das nicht. Ich hab jetzt hier Räume vorne alle drin geräumt, seid mal nicht sauer. Muss ich noch Tretlager ausbauen. Das werde ich nicht mehr heute machen. Bereite ich mir vor für morgen früh. Morgen früh komme ich eine Stunde her in den Laden. Muss ich einfach, sonst schaffe ich es einfach nicht. Das ist halt, ja, ich muss morgen früh eine Stunde her in den Laden kommen und dann rocke ich das Ding hier durch. Klappe ich hier das alte Lager raus. Neueren. Feierabend dann. Ja, und wir machen jetzt Feierabend, weil Anouk will mit mir noch zur Bank fahren. Ja, habe ich gesagt, das muss ich auch machen. Ne? Da ist es schon. Siehst du? Mensch, sportlich bist du.
Sieht sehr sportlich aus. Komm. Ich bin in mein Unterhemd. Ist ja ein Ding. Und ja, seht ihr mal, das ist jetzt schon 9:30. Wir müssen einfach los. Hast du die Karte von Mama? Die Bankkarte brauchen wir. Oh nein. Hast du nicht. Kannst du sie holen? Natürlich kannst du sie holen. Ja, leg mal zu hier und dann sehen wir uns gleich oben noch mal ganz kurz. Also wenn wir von der Bank zurück sind. Also die Bankkarte. Tschüss. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben und keinen Daumen runter. Und ja, jetzt zu Papa. Genau, wir sind wieder da von der Bank. Haben unser Held erfolgreich unter die Leute, unter die Leute nicht, sondern wieder zurück zur Bank gebracht. Die ist uns dann nicht mehr ganz so sauer, hoffentlich. Und ja, jetzt gehen wir nach Hause, machen Feierabend. Also macht es gut. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, wenn euch das Video gar nicht gefallen hat. Macht einen Daumen nach unten, aber wir hoffen, dass ihr einen Daumen nach oben macht. Genau, macht einen Daumen hoch. Na, tschüss.